Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was wir heute als Gesetzentwurf vorliegen haben, das ist ein Baustein einer Strategie, die wir als Große Koalition haben, denn wir wollen nicht, dass die Menschen aus ihren angestammten Wohnungen verdrängt werden. Und deswegen haben wir uns beim Mietrecht viel vorgenommen. Und wir haben, das darf ich an dieser Stelle sagen, auch schon sehr viel umgesetzt. Wir haben gerade zum Jahresanfang ein umfassendes Mieterschutzgesetz auf den Weg gebracht, wo wir uns die Mietpreisbremse noch einmal angeschaut haben, wo wir an bestimmten Stellen noch einmal nachverhandelt haben, wo wir für Transparenz jetzt gesorgt haben auf dem Wohnungsmarkt, indem wir eine Auskunftspflicht installiert haben, wo wir uns bei den Modernisierungsmieterhöhungen noch einmal angeschaut haben. Was ist sozusagen der Grund, weswegen es zu solch starken Mieterhöhungen kommt? Da sind wir entgegengetreten, haben den Mieterhöhungssatz von 11% auf 8% reduziert. Wir haben gesagt, es darf aber eine maximale Mieterhöhung nicht überschritten werden, haben also eine Kappungsgrenze eingeführt. Und das ist mir besonders wichtig, wir haben vor allen Dingen auch etwas gegen die schwarzen Schafe getan. Also diejenigen, die Wohnungen modernisieren, nicht weil sie sagen, ich will altersgerecht umbauen, nicht weil sie sagen, ich will energetisch modernisieren, sondern weil ihr eigentliches Ziel ist, Menschen herauszumodernisieren. Da haben wir uns gegen verwehrt, das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir gesagt, das muss auch sanktioniert werden. Das gibt es einen Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand. Und all das gilt jetzt seit Anfang des Jahres. Und ich hatte es gesagt, das, was wir jetzt machen, das ist ein weiterer Baustein. Wir verlängern die ortsübliche bei der ortsüblichen Vergleichsmiete den Betrachtungszeitraum von 4 auf 6 Jahre. Die Wirkung, die das haben wird, hat das BMJV, die Staatssekretärin, gerade schon beschrieben. Es wird zu einer Dämpfung der Mieten führen. Das führt dann auch dazu, dass diese Verdrängungseffekte nicht in diesem starken Ausmaß einstellen. Das ist gut und das, ich glaube, ist auch ein starkes Signal, dass die Große Koalition an dieser Stelle handelt. Wir haben in diesem Gesetzentwurf noch etwas weiteres, was ich allerdings etwas kritischer betrachte. Es ist auch vorgesehen, den Fünf-Wirtschafts-Schafgesetz zu verändern. Auch dort geht es darum, so sagt es der Gesetzentwurf, von 4 auf 6 Jahre den dort maßgeblichen Zeitpunkt zu verlängern. Und es wird argumentiert, dass es eine Synchronität zwischen der ortsüblichen Vergleichsmiete und dem Fünf-Wirtschafts-Schafgesetz geben muss. Ich persönlich sehe diese Synchronizität nicht als zwingend an, weil worum geht es denn beim Fünf-Wirtschafts-Strafgesetz? Es ist ein Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand für die Mietüberhöhung. Manche sagen auch Wuchermiete dafür. Das heißt, der Tatbestand von Fünf-Wirtschafts-Strafgesetz ist schon ein anderer als bei der ortsüblichen Vergleichsmiete. Und das ist noch viel wichtiger, die Rechtsfolge ist natürlich eine viel schärfere. Es geht hier um eine scharfe Sanktion, nämlich eine Ordnungswidrigkeit. Bis zu 50.000 Euro kann es hier als Bußgeld geben, wenn man zu viel Miete erhöht. So, und wenn wir jetzt hier hingehen und auch den Betrachtungszeitraum in dieser Norm verändern von 4 auf 6 Jahre, dann bedeutet das natürlich, dass dort eine entsprechende Senkung auch erfüllt. Und das heißt, man überschreitet sozusagen die Hürde, bis ich in die Ordnungswidrigkeit reinkomme, viel, viel schneller. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns sehr genau angucken müssen, weil natürlich es nicht in allen Regionen so ist, dass man so leicht eine ortsübliche Vergleichsmiete feststellen kann. Denn es gibt nicht überall in Deutschland Mietspiegel und auch schon gar keine rechtssicheren und transparenten Mietspiegel. Und gerade in einer Gemeinde, in einer kleinen Gemeinde, wo es überhaupt gar keine Anhaltspunkte gibt, wie kann ich genau die ortsübliche Vergleichsmiete feststellen? Da kann es zu wirklich schwerwiegenden Verwerfungen auch kommen, wenn man dann schon ganz schnell als kleiner privater Vermieter im Bereich der Ordnungswidrigkeiten drin ist. Deswegen müssen wir uns das im parlamentarischen Verfahren noch einmal ganz genau anschauen. Ich glaube nicht, dass das richtig zielführend ist. Ich will noch einen weiteren Punkt ansprechen an dieser Stelle. Es ist ja schon bemerkenswert, dass wir hier als Große Koalition, also als CDU-CSU, gemeinsam mit der SPD das Vergleichsmietensystem stärken. Darum geht es nämlich bei der ortsüblichen Vergleichsmiete, dass wir ein System, was wir im BGB haben, was die Möglichkeiten sehr genau beschreibt und begrenzt, Mieterhöhungen im Bestand zu machen. Das fassen wir jetzt an, das verändern wir, das verschärfen wir auch mit dieser ortsüblichen Vergleichsmiete, indem wir den Betrachtungszeitraum verändern. Gleichzeitig haben wir jetzt aber Bestrebungen von einzelnen Ländern, insbesondere das Bundesland Berlin, die jetzt einen Mietendeckel beschlossen haben, die im Prinzip genau das Gegenteil machen. Naja, Moment, bevor Sie jetzt klatschen, die machen ja genau das Gegenteil. Das, wofür wir uns jetzt hier auf der Bundesebene aussprechen, das Vergleichsmietensystem zu stärken, anzupassen, genau dieses System wird zukünftig, wenn der Mietendeckel in Berlin in Kraft tritt, überhaupt gar nicht mehr gelten. Dort gibt es dann keinen Mietspiegel mehr. Dort gibt es dann nicht mehr das, was wir hier an guten Sachen bei der Modernisierungsmieterhöhung begrenzt haben. All das wird dort außer Kraft treten. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man sich auch innerhalb der Koalition nicht, aber jedenfalls auch innerhalb der SPD einmal Gedanken darüber machen, ob man nicht vielleicht
einmal synchronisiert, das, was man auf Bundesebene macht und was man auf der Landesebene macht, das passt beides nicht zusammen. Und weil ich persönlich der Auffassung bin, das passt nicht zusammen, dass dieser Mietendeckel am Ende den Menschen mehr schaden wird, als ihnen Nutzen bringen wird, glaube ich, dass wir dagegen vorgehen müssen. Dieser darf nicht in Kraft treten. Deswegen, glaube ich, sollten wir das Bundesverfassungsgericht hier um eine Klärung bitten. Das geht so nicht. Der ist verfassungswidrig. Katharina Willkomm, FDP, hat jetzt das Wort.